So, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Hessischen Altenpflegegesetzes sowie zur Änderung der Pflegeschulenstatistikverordnung 2002-966. Der Gesetzentwurf wird eingebracht vom Sozialminister, Staatsminister Klose. Kai, bitte, auf geht's. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielleicht muss ich kurz erklären, derjenige, der einen Gesetzentwurf einbringt, der muss selbstverständlich auch als Erster sprechen, Herr Kollege Püssel, sonst macht das ganze Verfahren keinen Sinn. Deshalb, damit wir hier kein irgendeiner Weise taktisches Verhalten hineingeheimnissen, ich darf Ihnen zum Abschluss dieses Plenartages den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Hessischen Altenpflegegesetzes und zur Änderung der Pflegeschulenstatistikverordnung vorstellen. Ich kann dabei insofern an die gestrige Behandlung des Pflegeschulenfinanzierungsgesetzes anschließen, als dass es sich auch bei diesem Gesetz um eine Folge des neuen Pflegeberufe-Reformgesetzes auf der Bundesebene handelt. Darüber haben wir gestern bereits gesprochen. Dieses Gesetz hat die Ausbildung in den Pflegeberufen ja komplett neu gefasst und die bisher getrennten Ausbildungen für die Bereiche Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege zu einer generalistischen Ausbildung, nämlich zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann, zusammengeführt. Auch für diese neue Pflegeausbildung besteht für alle mit einer abgeschlossenen Alten- oder KrankenpflegehelferInnen-Ausbildung die Möglichkeit, zur Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann zugelassen zu werden und sie so um ein Jahr zu verkürzen. Und was machen wir mit diesem Landesgesetz? Eine entscheidende Voraussetzung, um verkürzen zu können, ist, dass die landesrechtlich geregelten Ausbildungen zur Alten- und Krankenpflegehelferin oder zum Alten- und Krankenpflegehelfer den Mindestanforderungen entsprechen, die zwischen den Ländern vereinbart worden sind. Und die hessischen Ausbildungsmodelle erfüllen genau diese Voraussetzung. Konsens zwischen den Ausbildungspartnern ist, dass die bestehende Ausbildung zur Altenpflegehelferin und zum Altenpflegehelfer inhaltlich und strukturell so angepasst werden sollte, dass ein guter Übergang zur neuen generalistischen Pflegeausbildung gelingen kann. Träger und Arbeitgeber der Altenpflege haben sich darüber hinaus gewünscht, dass die Ausbildung durch spezialisierte HelferInnen durchgeführt wird, die eben bereits Erfahrung in der Versorgung alter pflegebedürftiger Menschen mitbringen. Und diese Bitte hat die Landesregierung gerne aufgegriffen. Wir haben uns jedenfalls derzeit dagegen entschieden, die Ausbildungszeit auf 2 Jahre zu verlängern und eine gemeinsame generalistische Pflegeassistenzausbildung festzuschreiben. Das haben wir zum einen getan, weil es nach wie vor eine sehr hohe Nachfrage nach AltenpflegehelferInnen in der Praxis gibt. Hätten wir nämlich jetzt auch noch die Ausbildungszeit verdoppelt, dann hätte dem Arbeitsmarkt ein Übergangsjahr ohne Absolventinnen und Absolventen gedroht. Zum anderen hätten in diesem Übergangsjahr keine Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung zur Altenpflegehelferin und zum Altenpflegehelfer für den Umstieg in die Fachkraftausbildung bereitgestanden. Außerdem ist es schlicht und einfach so, dass uns als Land die Rechtsgrundlage fehlt, um eine gemeinsame Finanzierung aller Kostenträger, das heißt der Krankenkassen, der Pflegekassen und des Landes, für eine gemeinsame generalistische Assistenzausbildung zu schaffen. Der Bund hat die Finanzierungsregelungen für die Kranken- oder Altenpflegehilfeausbildung in Bundesgesetzen nämlich abschließend und sektorenspezifisch geregelt. Allerdings haben sich die Ausbildungspartner im Ausbildungspakt darauf verständigt, die Entwicklung einer generalistisch geprägten HelferInnenausbildung bis spätestens 2023 miteinander zu beraten. Hier wird es für uns vor allem darauf ankommen, die bisher durchaus unterschiedlichen Lehrpläne der Ausbildung zu Alten- und KrankenpflegehelferInnen zu synchronisieren und die schulische Ausbildung inhaltlich auf die Versorgung von Menschen in verschiedenen Lebensaltern zu fokussieren. Statt also die Unterrichtsdauer zu verlängern, haben wir auch hier der Empfehlung, die die Verbände abgegeben haben, folgend den Umfang der Ausbildung zur Altenpflegehelferin und zum Altenpflegehelfer moderat erhöht. Das betrifft sowohl die Unterrichtsstunden als auch die Stunden der praktischen Ausbildung. Das halten wir für den angemesseneren Weg.
Meine Damen und Herren, grundsätzlich regelt das Hessische Altenpflegegesetz die einjährige AltenpflegehelferInnenausbildung für Personen mit Hauptschulabschluss. Künftig können auf Vorschlag der Schulleitung und mit Genehmigung des Ministeriums im Einzelfall dann auch Personen ohne Hauptschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsabschluss zur Ausbildung zugelassen werden. Dabei haben wir besonders Personengruppen im Blick, die aufgrund ihrer Bildungsbiografie zwar keinen Hauptschulabschluss, aber eben Erfahrung in diesem Berufsfeld haben, Stichwort ungelernte Hilfskräfte, oder auch Menschen, die aufgrund ihrer Fluchterfahrung keine Schulzeugnisse vorweisen können, aber offenkundig über entsprechende Bildungsstände verfügen. Dieses Gesetz, meine Damen und Herren, ist ein erster Schritt, um sicherzustellen, dass die AbsolventInnen der neuen angepassten Ausbildung zur alten Pflegehelferin und zum Helfer auch künftig gut für den Übergang in die neue generalistische Pflegeausbildung gewappnet sind. In der Vergangenheit sind zwischen 30 und 50% eines Jahrgangs anschließend auch in die alten Pflegeausbildung übergegangen. Dieses Anfängerpotenzial wollen wir auf dem Weg in die neue generalistische Pflegeausbildung keinesfalls verlieren. Und auch das macht dieses Gesetz so wichtig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Minister, herzlichen Dank. Der Gesetzentwurf ist eingebracht. Ich eröffne die Aussprache. Der Kollege Arno Enes, AfD-Fraktion, zunächst. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Beruf der Pflegehelfer wird zunehmend wichtiger. Und aufgrund des voranschreitenden demografischen Wandels und dem damit verbundenen steigenden Pflegebedarf ist der bereits bestehende Personalmangel in der Pflege immer deutlich spürbarer und ein Problem mit gesellschaftlichen Folgen. Die Bedingungen, besonders in Pflegeheimen, sind für Angestellte und Pflegebedürftige schon lange nicht mehr hinnehmbar. Oft fehlt die Zeit, sich mit den Heimbewohnern einzeln zu befassen und auf die persönlichen Bedürfnisse einzugehen. Es fehlt oftmals nicht nur die Zeit. Menschen mit einer Einschränkung im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, sondern auch das Personal. Eine Verbesserung der Situation ist derzeit nicht wirklich in Sicht, auch wenn sich Bundes- und Landesregierungen darum bemühen, Pflegepersonal aus dem Ausland anzuwerben. Ein Ausbau der bereits bestehenden Ausbildungsplätze ist nicht angedacht, und selbst die Finanzierungsfrage der Pflegeschulen ist bis heute nicht abschließend geklärt. Auch ungeklärt ist die Frage, wie ausgebildetes Pflegepersonal dauerhaft in diesem Beruf tätig bleibt. Hierzu muss nicht nur die Frage der Attraktivität, sondern auch gerade die der Belastung gestellt werden. Denn Pflegeberufe sind nun einmal körperlich anstrengend und belastend. Bei der Pflege immobiler Menschen führt die Tätigkeit aufgrund unzureichender Personalressourcen und zahlloser Überstunden zu einer körperlichen Überlastung, die sich sehr stark auf die Attraktivität des Berufes auswirkt. Das hat zur Folge, dass viele ausgebildete Pflegekräfte aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur Rente im Pflegeberuf verbleiben oder im Verlauf des Arbeitslebens für längere Zeit ausfallen. Nicht nur für Angestellte, sondern auch für Pflegebedürftige ist der aktuelle Zustand nicht hinnehmbar. Im Umfeld der Pflege geht es nicht nur ausschließlich um die Körperpflege, die Lagerung, das Füttern und die Gabe von Medikamenten. Es geht in erster Linie um den Menschen mit seinen ganz eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Es geht um die Würde des Einzelnen und auch darum, das sollte sich jeder vor Augen halten, wie man selber anstelle der Pflegebedürftigen versorgt werden möchte, wenn es einmal dazu kommen sollte. Pflegehelfer können hier unterstützen, indem sie beispielsweise bei der täglichen Körperpflege und bei der Mobilisation helfen. Mobilisation bedeutet nicht nur,
bewegt werden, sondern vor allem die noch vorhandene Selbstständigkeit und sei sie noch so gering zu erhalten. Neben den pflegerischen Komponenten spielt insbesondere auch die soziale Betreuung und die Durchführung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten eine wichtige Rolle, gerade wenn man die Pflege von der ethischen Seite aus betrachtet. Das Zuhören, den Pflegebedürftigen als Individuum betrachtend, unabhängig von zeitlichen Vorgaben und festen Ablaufplänen, wird immer wichtiger. Die Pflege übernimmt und ersetzt zunehmend die Angehörigen, die es in der Regel nicht täglich schaffen, ihre Angehörigen in den Heimen zu besuchen. Das führt zu Vereinsamung und zu einer Verschlechterung des Allgemeinzustandes. Aus den genannten Gründen ist es begrüßenswert, dass nach der Umstellung in der Pflegeausbildung die Pflegehelfer bedacht und durch die neue Bezeichnung staatlich anerkannt aufgewertet werden. Meine Damen und Herren, wenn wir diese Ausbildung jetzt aufgreifen, müssen aber auch weitergehend und uns mit der Frage beschäftigen, wie wir die Bewerberzahl und die Ausbildungsplätze erweitern können. In der Diskussion zur Finanzierung hessischer Pflegeschulen wurde oft über die Erweiterung des Bewerberkreises durch integrierte Sprachförderung gesprochen, welche aber nur eine Weiterführung und keine Basissprachausbildung sein kann. Wir sollten uns intensiv darüber Gedanken machen, wie wir in Hessen für den Beruf der Pflegehelfer den Bewerberkreis deutlich erweitern können. Der Bericht Berufsausbildung in Hessen 2019 bietet hierfür eine sehr gute Einstiegsgrundlage. Meine Damen und Herren, das Angebot an Stellen ohne schulische Zugangsbeschränkung lag im Ausbildungsjahr 2017-2018 bei nur ca. 7%. Personen ohne Schulabschluss besitzen daher ohne öffentliche Unterstützung nur geringe Chancen auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz. Gleichzeitig schrumpfen für Schulabgänger die Plätze in Maßnahmen zur Ausbildungs- und Berufsvorbereitung. Wir sollten gemeinsam darüber diskutieren, inwieweit im Rahmen der einjährigen Ausbildung zum Pflegehelfer der Hauptschulabschluss nachgeholt werden kann. In anderen Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb des Übergangsbereiches ist dies bereits möglich, und damit könnte auch der im Gesetzentwurf enthaltene Zugangsvoraussetzung Rechnung getragen werden, die innerhalb von 5 Jahren nach Zulassung das Nachholen des Hauptschulabschlusses vorsieht. Der Beruf des Pflegehelfers ist nicht nur für pflegebedürftige Menschen eine Chance, würdevoll leben zu können, sondern auch eine Chance für Menschen, die aufgrund ihrer bisher nicht erfolgreichen Schullaufbahn vor einer ungewissen beruflichen Zukunft stehen. Der Vorlage, die wir durchaus gut finden, weil sie dringende Probleme in der Pflege endlich anpackt, stimmen wir gerne zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Jens. Das Wort hat die Frau Abg. Petra Müller-Klepper, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Politik braucht es innovative Ideen und die Kraft, sie umzusetzen. Und eine solch wegweisende Idee war die Einführung der Helferausbildung in der Altenpflege in Hessen durch die Landesregierung. Ein neuer Bildungsgang, mit dem wir bundesweit vorangegangen sind, um für mehr Personal in der Altenpflege zu sorgen. Aus dem Experiment wurde ein Erfolgsmodell. Jetzt wollen wir, dass dieses Erfolgsmodell fortbesteht, auch in den neuen Zeiten der generalistischen Ausbildung. Und dafür schafft dieses Gesetz die Grundlage. Es ist schon 20 Jahre her, doch ich erinnere mich noch gut an die strittige Debatte hier im Parlament. Es gab erhebliche Kritik, Befürchtungen, es wurde das Chaos in der Altenpflege prognostiziert. Doch wir waren von dem Ansatz einer Helferausbildung überzeugt und haben ihn durchgesetzt, und das war gut so. Wir haben seitdem mehreren tausend Menschen den Weg in eine qualifizierte berufliche Tätigkeit in der Pflege eröffnet. Wir haben die Ausbildungs- und Berufschancen der Hauptschülerinnen und Hauptschüler in Hessen erweitert und verbessert. Das Gleiche gilt für ungelernte Hilfskräfte jeden Alters,
für die die Helferausbildung ein guter Weg zur Nachqualifizierung ist. Sie kann auch in Teilzeit absolviert werden, was die Vereinbarkeit mit der Familienarbeit erleichtert und speziell Müttern eine Chance zur Qualifizierung und zum Wiedereinstieg in Beschäftigung bietet. Meine Damen und Herren, das ist aktive Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik. Und das ist zugleich eine wirkungsvolle Sozialpolitik mit positiven Auswirkungen auf die Personalsituation in unseren Pflegeeinrichtungen. Und letztendlich kommt dies den Pflegebedürftigen zugute. Die Idee hat gezündet, sich flächendeckend ausgebreitet und die Pflegelandschaft in Hessen verändert. Die Schülerzahl von anfangs 400 stieg kontinuierlich, durchbrach im Jahr 2011 die Tausendergrenze und entwickelte sich von diesem hohen Stand aus immer weiter nach oben bis zum Höchststand von 1.446 Schülerinnen und Schülern in einem Jahr. Wir haben den Ausbau dieser Kapazitäten in den Pflegeschulen ermöglicht, und wir haben diese steigende, wachsende Zahl der Schulplätze kontinuierlich finanziert, Stichwort Schulgeldfreiheit. Heute gehört die Helferausbildung fest zum Portfolio der Bildungsgänge, und das soll so bleiben, denn sie wird, das haben wir bereits von Herrn Minister gehört, weiter rege nachgefragt. Die Helferinnen und Helfer werden von den Einrichtungen nachgefragt und gesucht, und dies zeigt auch unser Pflegemonitor. Auch dies ist ein Beweis für die Sinnhaftigkeit des Bildungsgangs. Und deshalb muss es weiter in Hessen die Helferausbildung in der Altenpflege geben, auch wenn nun die Fachkraftausbildung zur Altenpflegerin, zum Altenpfleger in der generalistischen Ausbildung aufgegangen ist. Um dies zu ermöglichen, brauchen wir das vorliegende Gesetz. Wir nehmen als Basis das bisherige Altenpflegegesetz, entschlacken es, um die wegen der Generalistik nicht mehr erforderlichen Regelungen für die Fachkraftausbildung, und wir machen daraus ein eigenständiges Altenpflegehilfegesetz. Wir setzen mit diesem Namen Altenpflegehilfegesetz und dem normativen Charakter ein klares Zeichen. Die Altenpflegerinnen und Altenpflegehelfer in unserem Land haben für uns einen hohen Stellenwert. Meine Damen und Herren, die Zusammenführung der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege im Zuge der Generalistik ist der richtige Weg, um den Pflegeberuf aufzuwerten und die Einsatz- und Karrieremöglichkeiten zu verbessern. Doch wir brauchen parallel weiter die Helferausbildung. Wir brauchen die vielen helfenden, leistungsfähigen Kräfte, die in den ambulanten und stationären Einrichtungen segensreiche Arbeit leisten. Das große Potenzial, das wir in den letzten 20 Jahren erschlossen haben, darf auch künftig nicht verloren gehen. Wir brauchen die Helferausbildung aber auch, weil sie über den Helferstatus hinausführen kann, weil sie ein effektives Instrument zur Gewinnung von Fachkräften für die Pflege ist. Sie ist ein Einstieg in die Pflegetätigkeit, und sie ist ein ideales Sprungbrett zur Weiterqualifizierung, zur Ausbildung als Pflegefachkraft, für die ansonsten der mittlere Abschluss Voraussetzung ist. Aus Pflegehelferinnen und Pflegehelfern können gute Pflegefachkräfte werden. Die Helferausbildung ist konzeptionell so angelegt, dass sie den Aufstieg ermöglicht. Sie ist ein Stufenmodell, um sich weiter zu qualifizieren. Die Quote von Übergängen nach der Helferausbildung in die dann um ein Jahr verkürzte Fachkraftausbildung liegt, Herr Minister hat es erwähnt, bei rund 50%. Wir haben diese Entwicklung bewusst mit gut aufeinander abgestimmten Rahmenlehrplänen für die Helfer- und für die Fachkraftausbildung immer gefördert. Und das tun wir nun auch unter den geänderten Rahmenbedingungen. Wer die Helferausbildung erfolgreich abschließt, der soll die Chance haben, in die generalistische Ausbildung zu wechseln. Die einjährige Helferausbildung wird dann als das erste Ausbildungsjahr in der Generalistik angerechnet. Wir ermöglichen und wir unterstützen die Durchlässigkeit, indem wir mit diesem Gesetz die Helferausbildung an das erste Jahr der generalistischen Ausbildung anpassen. Die Stundenzahl der praktischen Ausbildung wird von 900 auf 950 erhöht, der schulischen von 700 auf 750. Meine Damen und Herren, zur Tradition der Helferausbildung in Hessen gehört es,
dass sie nicht nur die Hauptschülerinnen und Hauptschüler im Blick hat. Ganz bewusst haben wir von Anfang an durch eine Modellklausel auf Flexibilität gesetzt, um auch andere Zielgruppen, Menschen mit besonderen Lebenssituationen, mit besonderen Problemlagen, wie z.B. Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderungen, für diesen Weg in die Pflege zu gewinnen. Meine Damen und Herren, diese Innovationsfreudigkeit und Offenheit, die Markenzeichen der Altenpflegehelferausbildung in Hessen sind, bestehen fort. Diese Handschrift trägt das Gesetz. Deshalb werden ausdrücklich Modellausbildungen ermöglicht und ebenso deren Verstetigung nach erfolgreicher Erprobung. Meine Damen und Herren, abschließend, wir wollen und müssen mehr Menschen für das Berufsfeld der Pflege gewinnen. Lamentieren hilft da nicht weiter, sondern nur handeln. Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Wir machen ganz, ganz viele Schritte. Gestern haben wir das Pflegeschulenfinanzierungsgesetz beschlossen. Heute bringen wir das Altenpflegehilfegesetz auf den Weg. Es ist ein ganz wichtiger Beitrag. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Kleppe. Dort hat die Frau Kollegin Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Daniela, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden alle älter, proportional zum Alter. Das wissen wir, steigt das Krankheitsrisiko und die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Und wie wir gestern in der Debatte zum Pflegefinanzierungsgesetz gehört haben, braucht die Altenpflege, weil sie eben überlastet ist, eine Entlastung. Entlastung können unter anderem auch Altenpflegehelferinnen und Helfer als Assistenz in der Pflege schaffen. Und die Pflegeberufe, da sind wir, glaube ich, alle einig, sind ein guter Einstieg in die Pflege, um sich dann anschließend weiterqualifizieren zu können. In der Altenpflege waren 2017 1.664 Menschen ambulant, 4.223 stationär im Einsatz, ausgebildet wurden. Und da haben Sie vielleicht alte Zahlen, Frau Müller-Kleppe, waren 2018 1.456 Helferinnen und Helfer. Also das waren noch einmal 10 mehr, glaube ich, wie Sie genannt haben. Aber Sie haben recht, die Anzahl steigt. Und die Nachfrage steigt schneller, und das Angebot an Absolventinnen und Absolventen und die Anstrengungen im Ausbildungsbereich können da gar nicht Schritt halten. Und da wünschen wir uns, dass die Kapazitäten noch einmal gesteigert werden, weil wir brauchen diese Menschen. Da muss das Land noch einmal eins draufsatteln und dann auch die Altenpflegeschulen entsprechend unterstützen, meine Damen und Herren. Sicherlich ist es natürlich so, dass wir uns alle wünschen, wenn die Helferausbildung gemacht worden ist, dass man sich weiterqualifiziert. Aber zur Wahrheit gehört auch, es braucht auch Helferinnen und Helfer. Deswegen ist es auch wichtig, diesen niedrigschwelligen Zugang aufrechtzuerhalten. Das Gesetz ist befristet. Langfristig soll es ja eigentlich wegen der generalistischen Ausbildung auslaufen. Warum es jetzt auf 7 Jahre befristet ist, müssten Sie in der weiteren Diskussion noch einmal erläutern. Denn der Zeitraum erscheint doch recht lang. Ich erkläre auch noch einmal, warum. Ich habe jetzt Frau Müller-Klepper so verstanden, dass es das alte Pflegehilfengesetz ist. Aber eigentlich wäre es ja wichtig, hier Sorge zu tragen und alle Anstrengungen darauf zu richten, den Helferberuf beizubehalten und vor allen Dingen weiterzuentwickeln zu einem generalistisch angelegten Pflegeassistenzberuf. Und dass einfach die Anschlussfähigkeit auch an die Generalistik dann gegeben ist. Deswegen begrüßen wir auch die Erhöhung, Sie haben schon erwähnt, die schulischen und die praktischen Ausbildungsstunden. Eigentlich müsste dann aber auch folgerichtig hier eine Schulgelderhöhung gemacht werden. Und was uns auch noch interessieren würde, wäre dann die konkrete Umsetzung bzw. Implementierung. Die muss noch geklärt werden. Da dürfen wir die Schulen natürlich auch nicht allein lassen, meine Damen und Herren.
Dabei möchte ich auch noch einmal deutlich darauf hinweisen, dass die Attraktivität dieser Berufsbilder nicht mit der Herabsetzung von Standards, sondern nur mit guten Rahmenbedingungen, mit Qualifizierung und mit Wertschätzung zu erreichen ist. Ich kann mich nur wiederholen. Eine der wichtigsten Herausforderungen der Zukunft ist eben, rechtzeitig ausreichend Fachkräfte zu gewinnen. Das ist nicht neu. Das haben wir hier auch schon oft diskutiert. Ziel muss sein, eine gute, effiziente und patientengerechte gesundheitliche Versorgung aufrechtzuerhalten und zu sichern. Das geht nur mit genügendem Personal. Und bislang, so sagen wir zumindest, hat da das Land nicht genügend getan. Sie reden sich ja immer raus, das wäre nicht Ihre Sache. Aber Sie haben schon etwas mit der gesundheitlichen Daseinsvorsorge zu tun. Bislang hat die Landesregierung immer gesagt, das sei primäre Aufgabe der Arbeitgeber. Mitverantwortlich seien auch Arbeitsverwaltung und Jobcenter. Das Land trage Verantwortung, indem es die staatlich anerkannten Altenpflegeschulen subventioniere. Aber, meine Damen und Herren, das ist leider zu wenig bei diesen Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Gerade die derzeit vielfältigen Problematiken im Bereich der Pflege wie Fachkräftemangel, fehlende Lehrpersonen, große Unterschiede in der Qualität, Finanzierung und Ausstattung der Schulen machen diese Herausforderungen, glaube ich, ganz deutlich. Bezogen auf den Zugang zur Helferausbildung ging es bei der Behandlung, und wir haben ja erst 2018 genau über dieses Gesetz eigentlich schon gesprochen, ging es ja darum, 480 Plätze zu schaffen für Menschen, die keinen Hauptschulabschluss haben, die 2 Jahre diese Helferausbildung machen, um den Hauptschulabschluss und die Helferausbildung zu bekommen, sich da zu qualifizieren. Das finden wir auch gut, da haben wir ja auch mitgestimmt. Trotzdem ist es ja noch ganz neu. Wir hatten vor 2 Jahren auch gesagt, wenn man das macht und Menschen, die keinen Hauptschulabschluss haben, die Möglichkeit gibt, dann wäre es einfach eigentlich sinnvoll, damit beide Abschlüsse erreicht werden, dass es dann auch hier eine Praxisbegleitung gibt, um die Qualität zu halten und zu sichern. Das ist nicht passiert. Da hatte sich damals das Land leider verweigert. Meine Frage an den Minister ist daher, weil wir ja jetzt wieder um eine erneute Zugangsöffnung diskutieren werden müssen, wie sich das Projekt entwickelt hat, welche ersten Erfahrungen gemacht worden sind. Denn das müssen wir ja auch dann im Rahmen dieses Gesetzentwurfs dann noch einmal bewerten können. Ansonsten befinden sich im Gesetz nur formale Aspekte oder Streichungen, die aufgrund der Generalistik nötig werden. Das haben Sie ja angesprochen. Und trotzdem könnte man ja hier ein bisschen innovativer sein und sagen, wir wollen noch einmal gesondert Maßnahmen in unser Gesetz reinverhandeln. Das machen Sie leider nicht. Meine Damen und Herren, Ihre Gesetzchen reichen nicht aus, um den Fachkräftemangel zu beheben. Wir wünschten uns, Sie würden ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, sich darum zu kümmern, dass die Attraktivität des Berufs gesteigert wird, dass die Bekanntheit vor allen Dingen des Helferberufes verbessert wird. Wir haben gerade gehört, viele machen das und steigen dann in die Pflege ein. Warum machen wir diesen Helferberuf nicht bekannter, damit wir einfach auch mehr Potenzial haben und mehr Fachkräfte für die Zukunft gewinnen, meine Damen und Herren? Und schließlich brauchen wir natürlich eine nachhaltige, anschlussfähige, generalistische Pflegeassistenz. Wir brauchen die Qualität und die Rahmenbedingungen in der Ausbildung und im Berufsfeld. Die müssen unbedingt optimiert werden. Und wir brauchen natürlich auch Maßnahmen zur Entlastung in der Pflege. Die müssen noch stärker etabliert und umgesetzt werden. Und da ist es schon lange Zeit, dass etwas passiert. Sie haben unserer Meinung nach viel zu lange gewartet, um auf die Prognosen und die Bedarfe in der Pflege vorbereitet zu sein. Da müssen Sie endlich mehr Gas geben, und zwar nicht unstrukturiert, also es gibt ja immer so Häppchen, sondern mit einem Gesamtkonzept konsequent und effizient. Trotzdem begleiten wir das Gesetz positiv, weil wir sagen, die Altenpflegehelferinnen und Helfer sind ein ganz wichtiger Baustein, um einen Zugang in die Pflege herstellen zu können. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die Anhörung im Ausschuss und auf die Diskussion und den Austausch. Wir freuen uns und bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch, Frau Kollegin. Herzlichen Dank, der Kollege Pürsün.
Also, der Minister hat schon gesprochen. Ne? So, mit sich, also jetzt nicht ablenken gesprochen, aber nichts gesagt. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Gesetz wurde 2007 verabschiedet. Damals sprachen wir noch davon, die Altenpflege- und die Krankenpflegeausbildung näher zusammenzubringen. Die vorliegende Novellierung ist Ausfluss dessen, dass wir eine neue generalistische Ausbildung haben. Das hat also geklappt. Die Anpassungen sind folglich konsequent. Konsequent ist auch, dass Hessen an der Ausbildung der Altenpflegehilfe festhält. Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir die Zugangshürden möglichst gering halten. Wir müssen die Qualität der Ausbildung dafür immer auf dem besten Stand halten bzw. sie dorthin bringen. Ich habe gestern schon davon gesprochen, welche Vorzüge die digitale Ausstattung für alle bieten kann. Das gilt auch hier. Wir haben 2007 schon kritisiert, dass der bürokratische Aufwand von Pflegediensten erheblich ist, dass an der Schraube gedreht werden müsste, um auch die Kosten in Schach zu halten. Das würde gelingen, wenn man die Bürokratie abbaut und der Digitalisierung aufbaut. Passiert ist seither wenig, meine Damen und Herren. Das ist schlecht. Wir haben viele Menschen aus nah und fern, die hier arbeiten möchten. Das müssen wir ihnen unbedingt ermöglichen. Dass die deutsche Sprache Berufseinstiegsvoraussetzung ist, ist unbenommen. Pflegen kann nur, wer sich auch mit den zu Pflegenden verständigen kann. Wir müssen für die notwendigen Ausbildungskapazitäten unbedingt sorgen. Zum einen, weil wir diese Menschen brauchen, aber auch, weil wir immer mehr pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger haben werden und immer weniger, die bereit sind, den Job zu machen. Das liegt an der Arbeitsbelastung und der Bezahlung. Zum anderen, weil wir als Gesellschaft darauf angewiesen sind, dass die nach Deutschland kommenden Menschen integriert werden. Das schaffen wir, indem sie ökonomische Unabhängigkeit erlangen und indem wir sie in den Arbeitsmarkt integrieren. Idealerweise einen Arbeitsmarkt, in dem sie für das, was sie tun, die entsprechende Anerkennung bekommen. Die Zeit der Ausbildung ist für junge Menschen prägend. Wir müssen also weiter daran arbeiten, dass viele eine Ausbildung erhalten und dass sie eine gute Ausbildung erhalten. Ob da mehr Ausbildungsstunden die Antwort sind, weiß ich nicht. Es sollten bessere Ausbildungsstunden sein. Wir müssen hinhören, was die Schulen brauchen. Und hier bin ich wieder der Auffassung, dass eine digitale Aufrüstung dazu gehören muss. Aber ich bin gespannt auf die Anhörung, und ich freue mich, wenn wir das, was uns in dieser Anhörung mitgegeben wird, auch versuchen umzusetzen und zu berücksichtigen. Dann will ich noch einmal kurz etwas zu eben sagen. Ich habe ja gesagt, Staatsminister Klose sei geschickt vorgegangen. Er hat dem wieder vehement widersprochen. Da kann ich nur sagen, okay, dann sind wir uns einer Meinung. Er ist sehr ungeschickt vorgegangen, weil Fragen zu beantworten im Parlament, aus dem Parlament, gestern, heute und morgen, das ist sehr ungeschickt, Herr Staatsminister Klose. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bösing. Das Wort hat die Frau Abg. Böhm, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wissen Sie eigentlich, was man als Altenpflegehelferin oder Altenpflegehelfer verdient? Das Einstiegsgehalt liegt bei 1.700 bis 2.000 € brutto und damit unter dem Durchschnitt aller Beschäftigten, der Fachkräfte in der Kranken- und Altenpflege und sogar noch 500 € unter dem Durchschnitt der Krankenpflegehelferin. Nehmen wir mal an, 2.000 € sind wir mal großzügig. Die Abgaben betragen 400 €. Wenn man im Rhein-Main-Gebiet wohnt, dürfte die Mietbelastung mit Nebenkosten bei 800 € liegen. Eher mehr. Ich wollte jetzt mal großzügig sein.
Das heißt 800 € für Vollzeitarbeit, für Schichtarbeit, für harte körperliche Arbeit. Das werden Sie ja wohl nicht ableugnen, für psychische Belastungen, für immer wieder Einspringen, weil Personal fehlt. Die Kolleginnen und Kollegen haben nicht einmal die verlässliche Freizeit, um sich einen Nebenjob zu suchen, von dem sie ihre Familie ernähren können. Und das ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Da wundern Sie sich, dass es im Altenpflegebereich eine Personalnot gibt. Mich wundert das nicht. Aber seit heute weiß ich ja, wer daran schuld ist. Super, das habe ich ja jetzt heute erfahren. Frau Müller-Klepper, Sie haben es mir noch einmal erklärt. Manche geschichtlichen Kenntnisse aus der hessischen Politik, die fehlen mir halt. Sie haben diese Billiglohnausbildung zu verantworten. Nein, besser wäre eine vernünftige Bezahlung in der Altenpflege. Und Sie müssen die Altenpflege so organisieren, dass die Menschen auch vernünftig bezahlt werden können. Ich versuche, mich gerade wieder ein bisschen einzukriegen, sonst steigt mir die Wut zu sehr hoch nach dieser Bemerkung. Ja. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Letzte Woche habe ich auf einer Kundgebung von Altenpflegekräften in Darmstadt gesprochen. Dort haben wie bundesweit die Beschäftigten der Altenpflege für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Bezahlung und für eine solidarische Finanzierung protestiert. Und zwar, sie haben nicht nur für ihre eigenen Interessen protestiert, sondern sie haben das zusammen mit den Pflegebedürftigen und den Angehörigen gemacht, weil sie sich natürlich Gedanken darüber machen, was kommt denn dann, wenn die Löhne erhöht werden, welche Preise kommen dann bei den Pflegebedürftigen an. Und es geht darum, dass wir tatsächlich eine andere, eine solidarische, eine Pflegevollversicherung haben, um diese Pflege auch vernünftig bezahlen zu können. Altenheime waren und sind in der Corona-Krise ja nicht selten ein Infektionshotspot gewesen. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen haben unter den Schwierigkeiten gelitten, miteinander Kontakt zu halten. Und um die Hygienekonzepte des RKI umzusetzen, sagten die Einrichtungen deutlich, dass ihnen dafür das Personal fehlt. Aber mehr zu testen hat ja diese Landesregierung auch fahrlässigerweise immer noch, lehnt sie immer noch ab, hat sie abgelehnt und lehnt sie immer noch ab. Aber wir hatten ja schon vorher einen Pflegenotstand. Während der Pandemie sind besonders viele Menschen in Altenheimen gestorben. Und aus dieser Krise zu lernen, heißt doch, dass wir alles dafür tun müssen, um diesen Pflegenotstand tatsächlich zu beheben. Da ist schön, wenn Hessen die 500 € auf den Pflegebonus drauflegt. Aber warum haben Sie die Arbeitgeber nicht wie in anderen Ländern dazu gekriegt, sich daran zu beteiligen? Da kann ich nur Vermutungen anstellen. Wahrscheinlich ist Ihr Verhältnis zu den Trägern spätestens seit dem Zeitpunkt schlecht, als Sie ihnen, als Staatsminister Klose Ihnen innerhalb von einem Wochenende die Angehörigen in die Einrichtung geschickt hat. Super Idee. Zimmer dafür? Können wir gleich machen? Ja? Alles klar. Wir können ja froh sein. Wir können noch froh sein bei dieser Gehaltssituation, dass Verdi den Pflegemindestlohn durchgesetzt hat. Damit können die vielen auch nur teilweise ausgebildeten Kräfte in der Altenpflege nicht noch schlechter bezahlt werden. Weil es war teilweise, ist es ja wirklich bodenlos, was an Löhnen gezahlt wird. Leider sind die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband für den Tarifvertrag, der dann als allgemeinverbindlich erklärt werden soll, noch nicht erfolgreich abgeschlossen. Ich erwarte aber von allen Ihnen, dass Sie in allen Möglichkeiten nutzen, um das zu unterstützen, dass dieser Tarifvertrag auf den Weg kommt. Das sollten wir im Kopf haben, wenn wir uns mit dem heutigen Gesetzentwurf beschäftigen. Der Pflegenotstand ist nicht gelöst.
Die Arbeitsbedingungen der Pflege sind unerträglich, die Maßnahmen vonseiten des Landes völlig unzureichend, und die pflegenden Angehörigen bleiben sowieso völlig im Regen stehen, da es viel zu wenige und schlecht finanzierte Familien ergänzende Leistungen gibt. Aber wenn wir jetzt zu diesem Gesetz kommen, ich habe ja vorhin schon gesagt, was ich davon halte, von dieser einjährigen Pflegehelferausbildung, von dem Gehalt kann man nicht leben. Aber Altenpflege ist auch eine äußerst anspruchsvolle Tätigkeit. Immerhin sieht man sich Menschen gegenüber mit vielen Erkrankungen als Pflegekraft. Menschen, die ihre Bedürfnisse meist nicht mehr oder oft nicht mehr adäquat artikulieren können. Und wir wissen, dass als eine wirklich eine hohe Kompetenz erforderlich ist. Und weil wir wissen, dass in hessischen Einrichtungen die Fachkraftquote von 50% oft nicht eingehalten wird, ist es so wichtig, dass wir uns eher darum kümmern, mehr Fachkräfte zu haben und nicht dafür sorgen und den Einrichtungen die Möglichkeit geben, Hilfskräfte einzustellen. Natürlich sind die beliebt. Logisch, wenn ich nur 1700 € bezahlen muss für eine Kraft, ist das natürlich als Träger einer Einrichtung wesentlich günstiger, als wenn ich noch einmal 1000 € oder 800 € drauflegen muss. Aber es wird auch nicht besser, wenn Sie jetzt ein paar Stunden draufschlagen bei der Ausbildung. Ich hoffe, dass Sie in irgendeiner Weise, dass es mal vielleicht schneller geht, als Herr Minister das angekündigt hat, dass man zu einer generalistischen Ausbildung kommt, wobei ich auch mit der Assistenzausbildung meine Probleme habe und dass die Frage ist, welche Inhalte und welche Qualifikation dort tatsächlich stattfindet und wie die Menschen hinterher auch bezahlt werden und ob sie davon noch leben können. Wir haben es ja bei der Altenpflege leider im Gegensatz zu den nordischen Ländern bei uns vorwiegend mit privaten Einrichtungen zu tun. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich muss zum Schluss kommen. Das tut mir jetzt leid, aber ich möchte zumindest noch einmal kurz etwas zu den privaten Einrichtungen sagen, weil Herr Bocknet mich ja auch darauf hingewiesen hat. Wir haben hier natürlich eine ganze Menge an Einrichtungen, die froh sind, wenn sie ihnen solche Billigangebote wie die Altenpflegerinnen anbieten. Es geht nämlich darum, die wollen Rendite erwirtschaften mit ihren Altenheimen. Das sind Private Equity Fonds, die in diesen Altenpflegeheimen, die diese Einrichtungen haben, die sie ständig verkaufen, die sie alle 4 Jahre an einen neuen Fonds verscherbeln und damit Gewinne machen wollen. Und wenn Sie meinen, dass das ein gutes Konzept für die Altenpflege ist, Herr Bocklet, dann tun Sie mir wirklich leid. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Sie sind am Schluss. Auch gut. Dann bedanke ich mich und der Kollege Bocklet. Markus hat jetzt das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Kollegin Vorrednerin, ich glaube, der Meinungsbildungsprozess in der Linkspartei ist noch nicht darüber ausgediskutiert, ob Sie nun einen Altenpflegehelfer gut finden oder nicht gut finden. Wenn Sie es unter dem Aspekt der Bezahlung betrachten, haben Sie offensichtlich gesagt, Sie lehnen das ab. Die Frau Kollegin Müller-Klepper hat ausführlich erklärt, warum dieser Beruf gerade so wichtig ist, arbeitsmarktpolitisch, bildungspolitisch, als Zugang zu diesem Beruf später und wie viel davon in Anspruch genommen werden und wie viel auch dann dazu führt, dass es eine bessere Bezahlung gibt. Aber sie führt vor allem zu eins, zu einer Verminderung des Pflegenotstands. Und all das lehnen Sie ab, und Sie haben keine Alternativen. Das ist doch erst einmal festzuhalten. So, ich wiederhole noch einmal, dass, wenn wir zum Gesetz reden und wir lassen die Galoppritte mal zur Altenpflegepolitik außen vor, wir haben schon 19 Uhr. Das ist die erste Lesung. Wir werden noch eine Anhörung haben im August, und wir werden auch noch Zeit haben, Fragen zu stellen und sie auch auszudiskutieren. Aber Fakt ist, dass diese Idee des alten Pflegehelferberufes eine Erfolgsstory ist. Die Frau Kollegin Müller-Klepper hat das wirklich ausführlich und gut erläutert. Auch Ihnen, Herr Rudolph, würde es gut stehen, dazuzuhören. Es hilft arbeitsmarktpolitisch, pflegepolitisch. Das alles wird jetzt in diesem Gesetz neu verstetigt. Die Qualifikation wird noch verbessert durch Unterrichtsstunden und praktische Stunden.
und der Übergang in spätere, profundere und längerfristige Ausbildung wird auch noch vereinfacht. Ich sehe in dieser Stunde keine Gründe, auch die Argumente, die Sie bisher vorgetragen haben, die dagegen sprechen, dass es nicht sogar einen einstimmigen Beschluss dieses Hauses gibt. Alle anderen Argumente, die vorgetragen wurden, um Altenpflege insgesamt zu diskutieren und zu verbessern, stehen wir wie immer offen. Aber zu diesem Gesetz und sachlich und fachlich zu bleiben, habe ich nichts gehört, was dagegen spricht. Wir brauchen diese Verstetigung dieser Altenpflegehelferberufe. Wir brauchen die Verbesserung, und wir brauchen auch diese Menschen in den Einrichtungen. Die machen hervorragende Arbeit. Damit möchte ich es belassen. Lassen. Den Rest sehen wir in der zweiten und dritten Lesung. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Ende der Debatte. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Fachausschuss. Das ist allgemein die Meinung hier. Dann ist das so.